Willkommen zu Bam Bams Universe. Halli, hallo, hallöchen und herzlich willkommen zu meiner allerersten Ausgabe von Bam Bams Universe. Ich zeige euch heute verschiedene Matches, die ich in meiner ersten Show von Monday Night Raw hatte und möchte euch auch nebenbei noch meine Stories präsentieren. Wobei die Stories eher auf der Webseite präsentiert werden. Deswegen mein Tipp, bitte schaut auf bambams-universe.de. Dort könnt ihr interaktiv auch teilnehmen an meinem Universe. Ich würde mich sehr freuen. Auf der Webseite erfahrt ihr natürlich auch die gesamte Vorgeschichte, warum sich zum Beispiel die WCW von der WWE losgelöst hat, aber auch natürlich zu den Matches, Promos, Backstage-Attacken etc., damit das Ganze einfach viel spannender wird. Ich würde mich also sehr freuen, wenn ihr euch wirklich mal auf die Seite getraut, euch das Ganze anschaut. Aber ich möchte jetzt nicht zu viel erzählen, wir legen jetzt einfach mal los mit dem ersten Match, was ich gespielt habe. Zunächst zeige ich euch natürlich die Matches, die heute Abend bei meiner allerersten Raw-Show auf dem Programm stehen. Gleich als erstes kommt natürlich dann das Match Ryback gegen Luke Harper. In dem Match werde ich euch ein bisschen was zu meinem Universe noch erzählen. Ich hoffe, das stört nicht zu sehr, aber so ein bisschen als Einleitung wenigstens. Ich bin gespannt, wie ihr das Ganze aufnehmt. Monday Night Raw begins. So, als erstes kommt jetzt Ryback zum Ring. Bei mir ist er als Face unterwegs, das heißt, wie bei der realen WWE ist er vor kurzem wieder zum Face mutiert, also zum netten, lieben Ryback, dem Big Guy. Leider ist es so, dass ich die Musik, also die Entrance-Musik, ziemlich leise drehen musste. Das hat natürlich Gründe wegen der GEMA. Ich möchte hier keine Probleme kriegen. Deswegen ist auch der Publikumsound lauter als die eigentliche Musik, sodass man die kaum noch hört. Allgemein ist das Video etwas leise, aber die nächsten Videos werden auf jeden Fall etwas besser werden. Ja, unser guter Ryback, der sich ein paar Mal gegen den Kopf greift, jetzt ein bisschen jubelt. Ja, genau, du sagst es. Wir freuen uns drauf. Ja, und jetzt kommt Luke Harper. Luke Harper ist bei mir wieder Mitglied der White Family. Dazu könnt ihr, wie gesagt, mehr lesen auf meiner Website, warum das Ganze so passiert ist, weil ich setze bei der WWE im Prinzip zur heutigen Zeit an, schreibe dann aber noch ein bisschen diese Vorgeschichte für die nächsten Monate voraus und setze praktisch mit meinen Matches dann im April 2015 an. Vor dem Match ist noch ein bisschen was passiert, und zwar der Eigentümer Vince McMahon, also der Chairman der WWE, höchstpersönlich kam zum Ring, hat uns dort verkündet, dass einige Wrestler leider die WWE verlassen haben. Genaueres hat er uns leider nicht gesagt. Wir nehmen an, dass es natürlich mit der WCW zusammenhängen könnte. Dazu hat er uns noch gesagt, dass eben heute ein Hauptmatch stattfinden wird zwischen Daniel Bryan und Dean Ambrose, die das erste Mal gemeinsam ein Team bilden, gegen die Authority in Form von Randy Orton und Batista. Das Match ist übrigens rein von der KI gesteuert. Ich wollte mich hier gar nicht groß reinhängen, sondern wollte einfach mal schauen, was die KI macht. Das ist bei mir wichtig, weil ich so ein bisschen meine Storys, ja, sagen wir mal, dem Zufall auch überlasse. Ich werde dann immer dementsprechend meine Storys abwandeln, wie zum Beispiel manchmal auch die KI reagiert. Aber dem Ganzen natürlich versuchen, dann mehr Logik zu geben. Die ersten Shows werden bei mir übrigens als Einzelmatches präsentiert. Das hat einfach den Sinn, da ich zurzeit noch ein normales DSL habe und noch kein VDSL habe, dauert es teilweise Tage, bis meine kompletten Shows hochgeladen sind. Das dauert einfach zu lang. Deswegen möchte ich euch das lieber erstmal in einzelnen Matches präsentieren.
Kann ja trotzdem spannend sein. Ich werde euch natürlich die Sequenzen, also zum Beispiel, wenn jemand eingreift, nicht rausschneiden. Die werdet ihr also trotzdem sehen. Übrigens könnt ihr mir auch immer mal Feedback in den Kommentaren bei YouTube geben oder natürlich auf meiner Webseite. Da würde mich zum Beispiel jetzt aktuell interessieren, was haltet ihr von der Face-Rückkehr von Ryback? In den USA kam es ja ziemlich gut an, das hat man gemerkt an den Publikumsreaktionen. Da kommt das Feed me more und so weiter, das ist ja wieder richtig in. In Deutschland ist er ja ziemlich verpönt, das merkt man meistens in den Foren. Da wird er auch verantwortlich gemacht für das Aus von CM Punk. Also wie gesagt, was haltet ihr von Ryback? Findet ihr es toll, dass er wieder jetzt als Face unterwegs ist? Oder sollte er wieder Heel sein? Sollte er ganz gehen? Wäre ganz interessant zu wissen. So ein bisschen Fachsimpeln ist manchmal ganz nett. So, wie ihr seht, geht das Match ziemlich hin und her. Also Ryback und Luke Harper schenken sich nicht viel. Aber irgendwie so ein klarer Gewinner ist bisher nicht auszumachen. Auch wenn jetzt gerade der Pin-Versuch von Luke Harper war. Jo, ein schöner Spinebuster. Und ein Tritt in die Kronjuwelen. Ja, genau, da kann ich verstehen, Ryback, dass du da ein bisschen sauer bist. Und nochmal. Jetzt wieder dasselbe. Ja, genau. Oh, das tat weh. Nein, nicht sehr angenehm für Ryback. Nicht sehr angenehm. So, noch ein bisschen was für den Kopf. Was dem einen sein Kopf ist. Das sind bei dem anderen die Kronjuwelen. Beides macht Knack. Ja. Und probiert es, ja, er probiert mal einen Pin, was natürlich wenig helfen kann bei so ein bisschen Kopfstößen. Mal schauen, ob es Ryback noch gebacken bekommt, Luke Harper heute zu besiegen. Nein, schafft er wohl nicht. Luke Harper jetzt mit seinem Pin-Versuch, wird dann natürlich auch nichts. Endlich mal eine tolle Aktion und ja, das könnte es gewesen sein. Das tat weh. Ryback liegt am Boden und ja, Sieg für Luke Harper. Also, die White Family zeigt, dass mit ihr zu rechnen ist. Luke Harper mit seinem ersten Gewinn. Ich hoffe, ich kann euch nachher gleich noch begrüßen zu den anderen Videos von Raw, von meiner ersten Ausgabe. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und wie gesagt, ich freue mich auf euer Feedback. Vielen Dank. Ciao.